Derzeit passiert ja viele Möglichkeiten und Gesetze werden im Land beschlossen, die nicht mehr nachvollziehbar sind und auch für den Tourismus oder für diverse Leute in den Gemeinden einfach nicht mehr akzeptabel sind. Sei es Kanalabgabengesetz und viele andere. Und wenn ich darauf zu sprechen komme, auf das Tourismusgesetz, das demnächst eigentlich beschlossen werden soll, wo ich mich vehement dagegen verwehre, denn es kann so nicht sein, dass sich wieder die Herrschaften im Land, wie Herr Nissl und die Frau Landesrätin Reseda, sich das richten wollen, dass die Gemeinden die Abgaben an das Land zu bezahlen haben und dann als Bittsteller wieder vor diesen Herrschaften stehen müssen, um in ihren Ortschaften oder in der Region was weiterzubringen. Ganz klar ist es auch, dass die Freiwilligkeit dementsprechend darunter leidet wird. Es kann nicht so sein, dass wir von 20.000 Bettenübernächtigungszahlen sprechen und gewisse Ortschaften das nie erreichen werden und somit einen Zusammenschluss mit anderen Gemeinden suchen müssen und somit, wie ich schon erwähnt habe, die Freiwilligkeit auf der Strecke bleibt. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass man immer wieder Zahlen nennt und in den Raum stellt von 3 Millionen als Übernächtigungszahlen. Finde, dass man einmal das dementsprechend auch so sehen muss, dass wie Bad Atzmannsdorf oder Bad Sauerbrunn alleine schon an die 700.000 Übernächtigungen haben. Und das sind ja nicht Tourismus, sondern das sind ja eigentlich soziale Situationen und Sachen, die dort in Anspruch genommen werden. Damit kann ich das nicht so sehen. Des Weiteren macht sich der Herr Landeshauptmann Nissl dementsprechend einen Weg für seine Therme in Frauenkirchen, wo ich der festen Überzeugung bin, auch hier laufen ja die, oder scheiden sich die Geister und laufen die Geschäfte ganz anders, wie die dargestellt werden. Die Beschäftigungszahl von 200 und jetzt sollen sie ja mehr werden durch eine neue Investition von 15 Millionen Euro. Dann frage ich mich, wie viel ausländisches Personal hier angestellt ist und wird angenommen, dass bis zu 80% ausländische Arbeitskräfte angestellt wurden. Und die Frage, ob wir noch diese Investitionen tätigen müssen, wo dementsprechend der Thermentourismus eingeschränkt wird. Tourismusgesetz, wenn man mit vorgehandenen Halt spricht, mit der Frau Landesrätin oder mit anderen dementsprechenden Zuständigkeiten, dann wird uns Recht gegeben, dass dieses Gesetz nicht dem entspricht, wie man sich das vorstellt und nicht auch entspricht den Hoteliers oder diejenigen, die viel Geld investiert haben und finanzielle Mittel in die Hand genommen und auch Risiko genommen haben. Sei es auch in Lutzmannsburg, sei es aber auch im Süden des Burgenlandes, Stegersbach oder Bad Atzmannsdorf, hat es ja in der letzten Zeit viel Aufregung gegeben. Das wird auch so bleiben, denn dieses Gesetz kann man nicht akzeptieren, dieses Gesetz gehört abgeändert. Wir werden wirklich draufbleiben und schauen, dass das auch geändert wird. Hoffe mit viel Unterstützung seitens der Übernächtigungs- oder Beherbergungsbetriebe, aber auch der Tourismusverbände, die derzeit noch bestehen, aber schlussendlich irgendwann im Jahr 2016 endgültig erloschen werden. Ich denke auch, dass der Tourismus im Burgenland sehr, sehr wohl einen Stellenwert hat, einen hohen Stellenwert hat, aber es kann und darf nicht sein, dass das ein Spielball wird der Politik, sondern hier gehört auch wirtschaftlich gedacht.